Willkommen bei Bild. Deutschland ist am Limit. Millionen Deutsche verlieren gerade an Wohlstand wegen der Energiekrise. Und mitten in dieser tiefsten Krise nimmt Deutschland so viele Flüchtlinge auf wie seit 2015 nicht mehr. Wir stellen hier die einfache Frage, wie soll das gehen? Können wir uns das leisten? Die richtigen Fragen an Merkels Infrastrukturminister Andreas Scheuer, an Ursula Engelen-Käfer, die langjährige DGB-Vizechefin und jetzt Vizepräsidentin des Sozialverbands Deutschlands, Bernd Lucke, Ökonomieprofessor, Mitgründer und Ex-Chef der AfD, heute Chef der kleinen Partei der liberal-konservativen Reformer. Und Frank Schäffler, FDP-Bundestagsabgeordneter, der als Euro-Rebell bekannt wurde. Außerdem Anas Modamani bei uns, der durch ein Foto weltberühmt wurde. Ein Selfie nämlich mit Angela Merkel. Und heute hilft er ukrainischen Flüchtlingen mit seiner ukrainischen Freundin. Das ist das Foto nochmal hier. Und die richtigen Fragen auch an den Ex-ÖSI-Kanzler Sebastian Kurz, mit dem ich vor dieser Sendung gesprochen habe und der die deutsche Flüchtlingspolitik hart kritisiert. Herzlich willkommen hier bei Bild. Herr Lucke, wir haben die Sendung Deutschland am Limit genannt. Wie dicht ist Deutschland in dieser Energiekrise Ihrer Meinung nach an diesem Limit? Ja, wir sind ganz bestimmt in einer ausgesprochen dramatischen Lage, was die Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft betrifft. Auch in Bezug auf die sozialen Umstände, über die ich jetzt vielleicht weniger spreche, weil ich denke, das macht dann Frau Engelen-Käfer. Aber das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Aspekt noch dieser ganzen Energiepreiskrise. Aber in Bezug auf die Wirtschaft ist es eben so, dass wir eine so enorme Erhöhung von Energiepreisen haben, dass das für viele Unternehmen inzwischen existenzbedrohend wird. Schon in der Finanzkrise stand Deutschland ja am Abgrund. Finanzminister Peer Steinbrück hat das damals gesagt, wir haben in den Abgrund geschaut. Sie hat das damals so umgetrieben, dass Sie eine Partei gegründet haben, damals mitgegründet haben, die AfD. Ist die Situation jetzt dramatischer als damals? Also Moment mal, die AfD habe ich sehr viel später gegründet, nämlich nicht bei der Finanzkrise, sondern damals in der Staatsschuldenkrise 2013. Ganz genau. Nicht 2009, sondern 2013, vier Jahre später. Die Situation ist heute aber eine ganz andere. Damals drohten Staatsinsolvenzen überall in der Eurozone. Deutschland war aber ausgesprochen stark. Hatte sich erholt von der Finanzkrise, war leistungsfähig und war im Begriff, große Wirtschaftszusagen für eben die bedrohten, von Staatsinsolvenz bedrohten Euro-Staaten zu machen. Heute sind wir diejenigen, die vielleicht von dieser Energiekrise innerhalb der Europäischen Union am schwersten getroffen sind, weil wir diese enorme Abhängigkeit von russischer Energie haben. Also für uns ist das jetzt die größere Bedrohung als damals. Das ist natürlich für unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eine deutlich stärkere Bedrohung. Ja. Frau Engelen-Käfer, Sie vertreten sozusagen die sozial Schwächsten in Funktion. Und in Ihrem ganzen Leben haben Sie genau das gemacht als Gewerkschafterin. Wie viele Millionen Deutsche sind im Moment schon überm Limit? Also wir haben eine weitere Steigerung der Armutsquote, also der Armutsgefährdung für Menschen, die weniger als 60% des mittleren Einkommens verdienen. Und das ist sehr schwer in unserem Land damit zu leben. Das geht weiter fort und wir haben etwa eine noch höhere Rate der Armutsgefährdung für Kinder. Das ist unsere Zukunft. Und genau darum geht es, dass es die Menschen, die wenig haben, am meisten trifft. Sei das die Wohnungskrise, die Mietenkrise, die Energiekrise. Gerade Menschen, die wenig haben, die am Limit sind, sozusagen auch an ihrem persönlichen Limit oder darunter, schon in der Armutsspirale. Die wohnen meistens in den Wohnungen, die am wenigsten energetisch zu sichern sind und zu verbessern sind, die also sehr stark betroffen sind. Die müssen laufend die Preise in den Supermärkten bezahlen und zwar ständig Erhöhungen bezahlen. Und gleichzeitig werden die Maßnahmen, die in die Wege geleitet wurden, als nicht ausreichend angesehen, was auch der Fall ist. Und die neuen, die jetzt kommen sollen, werden zerredet. Da warten wir noch drauf, auf dieses sogenannte dritte Entlastungspaket. Genau, darüber sprechen wir, Frau. Das eben für viele Menschen wichtig ist. Das lange Warten, Frau Engelen-Käfer, Herr Scheuer. Jetzt reden wir über Deutschland am Limit. Herr Lucke, Frau Engelen-Käfer haben aus jeweiligen Perspektiven geschildert, wie dicht am Limit Deutschland bereits ist oder viele Millionen eben drüber hinweg. Die Regierung, die wünscht man sich jetzt ganz stark, handlungsfähig. Ist die auch am Limit, Ihrem Empfinden nach? Ja, das können wir heute noch intensiv diskutieren an vielen einzelnen Themen. Ich sage mal grundsätzlich, Deutschland ist mittlerweile im Dauerkrisenmodus. Ein paar Krisen haben wir uns nicht ausgesucht, zum Beispiel die Corona-Krise oder auch den Krieg in der Ukraine. Die Sanktionen, die wir zu Recht
positioniert haben gegen den Aggressor Russland. Die schlagen jetzt doppelt auf das erfolgreichste Land in Europa zurück. Exportweltmeister, Logistikweltmeister, Industrieland. Und wir sind natürlich nicht alleine auf der Welt, weil wir in den letzten Jahren natürlich Zulieferung gebraucht haben. Deswegen haben wir auch günstiger produzieren können. Und der Wohlstand ist grundsätzlich gewachsen. Aber Frau Engelin-Käfer hat natürlich recht, dass mit der Inflation einer nächsten Krise diese Regierung zu wenig dagegen steuert, um diese Preisspirale zu durchbrechen. Also die Regierung tut aktuell nicht alles, um unseren Wohlstand zu erhalten. Also wir, klares Ja, tut nicht alles dafür. Und vor allem die 200 Milliarden, die wir ja in dieser Woche auch noch diskutieren, sind ja nur wieder ein Heftpflaster auf diese brüchige Situation. Wir müssten ja viel, viel früher anfangen, beispielsweise bei der Energie, nämlich bei der Quelle, bei der Infrastruktur, um, sage ich mal, die Kosten auch in den Griff zu bekommen. Und wenn wir jetzt diese Regierungsentscheidung haben, dass wir einen Monat einen Zuschuss bekommen und die Rechnungen übernommen werden, dann kommt ja diese Gaspreisbremse erst nach der Heizperiode im März oder April. Ich finde das nicht richtig. Ich denke, dass wir stark sind als Deutschland, aber dass wir jetzt eine schwache Regierung haben. Schwache Regierung, sind Sie mit angesprochen, Herr Schäffler, auch wenn Sie einst der Rebellen der FDP waren. Jetzt regieren Sie eben mit denen und stimmen auch mit der FDP und stimmen auch mit den Grünen im Übrigen und Frau Engelin-Käfers Kanzler Olaf Scholz. Sie vertreten also hier in der Runde die Regierungspolitik und Sie regieren schwach, sagt Herr Scheuer. Naja, das muss er als Oppositionsabgeordneter. Das sagt aber auch der Ökonom und Politiker und das sagt auch die Gewerkschafterin. Schauen Sie sich auch die Umfragen an, Kollege Schäffler. Nein, ich glaube, es ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation. Herr Scheuer hat das gerade angesprochen. Ukraine-Krieg, Pandemie, ja, aber auch wegen Lieferkettenprobleme. All das ist natürlich ein ökonomisch, ich glaube, das haben selbst in den 16 Jahren Angela Merkel haben wir nicht so eine Zusammenballung von Krisen erlebt, wie wir das aktuell erleben. Und jetzt geht es darum, eben darauf entschlossen zu reagieren. Und da hat der Kanzler ja heute ein Machtwort gesprochen, was die Verlängerung der Atomkraftwerke betrifft. Und das ist ja auch gut und richtig so, denn da hat Herr Habeck ja jetzt über Monate die Sache verzögert. So, dann knöpfen wir uns gleich diese Entscheidung doch vor. Das ist auch richtig, dass er das jetzt entschieden hat. Es ist noch so frisch. Die Entscheidung über alle drei Atomkraftwerke, nämlich auch das Atomkraftwerk in Niedersachsen-Emsland. Auch das soll also bis April, bis ins Frühjahr hinein nun laufen, hat der Kanzler heute einmal auf den Tisch gehauen und hat das per Machtwort sozusagen, per Richtlinienkompetenz entschieden. Das heißt, die Grünen haben ab jetzt dann nichts mehr zu melden in ihrer Region. Der Kanzler zieht das mit Ihnen durch? Nein, die Grünen werden das natürlich mittragen, davon gehe ich mal aus, als staatstragende Partei. Aber klar ist natürlich, das hätte viel früher laufen müssen. Denn wir haben ja schon länger ein Problem, nicht nur im Gaspreis, sondern auch im Strompreis. Und dass das jetzt so lange gedauert hat, ist eben auch an die Herrn Grünen Habeck. Die Grünen werden das mittragen. Da müssen wir noch mal ganz kurz einhalten. Glauben Sie das auch, Herr Scheuer? Bisher gibt es noch ganz wenige Reaktionen erst von den Grünen. Das heißt, Herr Schäffler sagt jetzt, Sie werden das mittragen. Die haben am Wochenende, nämlich das war genau gestern und vorgestern, das Gegenteil auf ihrem Parteitag beschlossen und diskutiert. Schaut euch das Wochenende an. Ich weiß nicht, ob jetzt die Grünen noch etwas ausnüchternd unterwegs sind von diesem Parteitag. Schaut euch die Reden an, wo Herr Habeck lange argumentiert hat, dass der Weiterbetrieb im Emsland eben nicht gut ist. Und jetzt, ein paar Stunden später, kommt in Wirklichkeit die Ernüchterung. Also wir werden sehen. Ich glaube, am Donnerstag wird feste Entscheidung stehen im Deutschen Bundestag. Dann stimmen Sie mit? Da werde ich mal... Moment mal. Wo sich jetzt der Herr Schäffler so freut über diese Entscheidung, die ist nicht im Grundsatz... nämlich die nachhaltige. Denn da sind wir ganz einer Meinung. Läuft nur bis April. Das Laufen bis April ist jetzt natürlich, Herr Schäffler muss das auch gutheißen, natürlich auch ein Teil Mini-Kleinerfolg für Christian Lindner. Aber Fakt ist, dass die Energiekrise ja weit über den April geht. Okay. Und da sind wir wieder bei Frau Engelin-Käfer. Aber stimmen Sie nicht mit? Nee, ich sehe diesen Vorschlag, den jetzt Herr Scholz durchgedrückt hat mit Richtlinienkompetenz, nach ein paar Stunden des Grünen Parteitags, für eben zu kurz gesprungen. Also sagen Sie Nein im Bundestag?
Herr Scheuer sagt nein und Ihre Fraktion wird nein sagen. Ja, aber so was ist kommt es? Dann? Das heißt, dann lassen Sie, der Scheuer mit seiner CDU-CSU lässt sie schön auflaufen, beziehungsweise die Grünen. Die kriegen Sie doch nie dazu, dass die diesen Machtwortbeschluss mittragen. Da muss man natürlich die Opposition auch an ihre Verantwortung nehmen. Ich glaube, das geht natürlich nicht. Also ich sag mal, für die Grünen ist das natürlich ein großer Schritt, aber der reicht natürlich nicht aus. Das ist natürlich völlig klar. Aber das heißt, Sie brauchen zum Regieren, Sie appellieren jetzt an die CDU, CDU-CSU. Nein, also Sie brauchen zum Regieren jetzt unbedingt die Herr Schäffler, die ein paar Minuten nach dieser Entscheidung sagen Sie schon, das reicht nicht. Da sieht man den Zustand der Koalition. Ja, ist völlig klar. Hätten wir den Vorschlag von Friedrich Merz aus März umgesetzt, dass wir Nord Stream 1 sofort abgeschaltet hätten, dann hätten wir schon im Sommer die Katastrophe erlebt. Ich will nur sagen, auch die Opposition hat eine gewisse Verantwortung in diesem Land, gewisse Dinge auch mit durchzusetzen. Und da appelliere ich an die Union. Das haben wir beispielsweise beim Verteidigungsetat. Aber das müssen wir noch mal ganz kurz klären. Frau Engelen-Käfer, jetzt haben wir dieses Machtwort und die Grünen werden möglicherweise da nicht zustimmen. Kann man ja auch verstehen, die haben gerade auf ihrem Parteitag das Gegenteil beschlossen. Jetzt sagt der Scheuer, trägt da auch nicht mit, dann steht die FDP mit ihrem Kanzler alleine und sie verlieren die Abstimmung im Bundestag. Also ich glaube, wir sollten hier ein bisschen abrüsten, verbal. Denn wir sind in das ganze Desaster alle gemeinsam gekommen. Richtig. Nicht? Denn wer hat die Entscheidungen getroffen in der Vergangenheit, dass wir jetzt in dieser Abhängigkeit sind? Ich glaube, da können wir uns alle an die eigene Nase fassen. Naja. Aber alle. Und deshalb, alle, sage ich alle. Naja, aber der deshalb, eine mehr, der andere weniger. Gut, aber deshalb wäre es jetzt wichtig, dass wir das Dilemma nicht weiter fortführen. Denn es geht ja um die Menschen und es geht um die Wirtschaft, um beides. Und auch die Wirtschaft hat ja Arbeitsplätze, die wiederum wichtig sind für die Entwicklung unserer Wirtschaft und für das, was Menschen an Wohlstand oder eben an Einkommen daraus ziehen und später als Rente. Und deshalb dürfen wir das nicht blockieren, sondern da haben alle die Verantwortung. Sie haben was ganz Wichtiges gesagt. Darf ich doch noch was dazu sagen? Weil Frau Engelen-Käfer ja recht hat. Ganz kurz. Moment mal. Ein Satz und dann gehen wir weiter mit Herrn Lucke. Sie hat natürlich recht, alle haben den Atomausstieg mit beschlossen. Egal in welchen Regierungskonstellationen, waren alle dafür. Topmanager, Gewerkschaftler, alle waren dafür. So. Aber unser Thema ist ja, wir müssen jetzt in einer neuen Lage Politik machen. Die neue Lage hat sich mit dem 24. Februar verändert. Das ist der entscheidende Punkt. Und Frau Engelen-Käfer. Jetzt ganz kurz. Und dieser Halbsatz ist noch größer geworden. Das ist richtig. Frau Engelen-Käfer hat Entscheidung für April einen ganz wichtigen Satz gesagt. Um die Energiesicherheit. Frau Engelen-Käfer hat einen ganz wichtigen Satz gesagt. Und der war: Es geht doch hier um die Menschen. Ja. Es geht um unseren Wohlstand und es geht um unsere Wirtschaft. Herr Lucke, ist das tatsächlich Ihr Eindruck nach jetzt? Ja, bald irgendwie einem Jahr Regierung, dass es hier tatsächlich um die Menschen geht, um die Bürger geht, um die Wirtschaft geht. Es geht bei den Grünen ja ganz offenbar um eine Parteitagsentscheidung, um alte Grünen-Biografie. Es geht darum hier bei Herrn Scheuer, ob man das jetzt strategisch da mitträgt im Bundestag, ja oder nein. Aber geht es tatsächlich um die Menschen und um den Wohlstand? Also ich muss schon sagen, mich hat das ein bisschen konsterniert jetzt gerade, dieser Austausch hier, weil ich denke, dieses Klein-Klein, was sich jetzt hier am Tisch so abgespielt hat, bei einer solch existenziellen Krise, wie wir sie haben, da habe ich wenig Verständnis dafür. Und ehrlich gesagt, ich verstehe auch die Lesart nicht so ganz von dieser Richtlinienkompetenzentscheidung des Bundeskanzlers, dass man jetzt sagt, die Grünen haben da Federn gelassen. Also ich sehe es ehrlich gesagt ganz anders. Die Grünen haben von Anfang an gesagt, zwei Atomkraftwerke sollen noch 3 Monate laufen. Die FDP hat gesagt, 3 Atomkraftwerke sollen noch laufen, aber bis 2024. Jetzt sagt der Bundeskanzler, gut, es sollen 3 Atomkraftwerke noch 3 Monate laufen. Also eigentlich ist das für die Grünen eine Sache. So war es nicht. Das zu akzeptieren, finde ich, ist eine Kleinigkeit für die Grünen. Aber die FDP hat sich nicht durchgesetzt, so wie es mir scheint. Also Sie würden sogar sagen, den Satz zu Ende führen. Hat sich nicht durchgesetzt in der entscheidenden Frage, wird es neue Brennstäbe geben. Ja. Die neuen Brennstäbe wird es jetzt nicht geben. Und solange wir diese neuen Brennstäbe nicht haben, ist diese ganze Energieproblematik, die mit den Atomkraftwerken eine Teillösung, eine bescheidene kleine Teillösung haben könnte, nicht gelöst. Das Problem ist nach wie vor vollständig ungelöst, liegt virulent auf dem Tisch. Und die Regierung hat sich auf einen Formelkompromiss geeinigt, wo die FDP jetzt enttäuschenderweise augenscheinlich dem zustimmen wird. Eigentlich finde ich, Herr Schäffler, die FDP müsste das ablehnen. Die müsste sagen, das ist viel zu wenig. Seien Sie doch einmal auf den Punkt, Herr Lucke, was bedeutet das denn jetzt für die Ökonomie? Was bedeutet das für die Wirtschaft in Deutschland? Diese, sage ich jetzt mal mit meinen Worten, Sie übersetzt, diese Weichei-Entscheidung des Kanzlers, die viel zu wenig ist in Ihren Augen.
Die bedeutet nach meinem Dafürhalten, dass man die eigentlichen Probleme noch nicht erkannt hat. Denn das eigentliche Problem ist gar nicht die Tatsache, dass wir im Augenblick Schwierigkeiten mit der Gasversorgung haben, weil Russland ein unzuverlässiger Lieferant ist und dass die Preise so sehr in die Höhe gegangen sind. Sondern das viel tiefer liegende Problem ist, dass noch viel schlimmere Dinge auf uns zukommen können. Ich meine, wir haben diese Angriffe jetzt gehabt auf die Nord Stream-Leitungen. Wer kann uns denn zusichern oder wer hat ein Konzept für das mögliche Szenario, dass andere Erdgas-Pipelines, die aus Norwegen kommen, die aus Aserbaidschan kommen, die aus Marokko kommen, im Laufe des Winters nicht möglicherweise auch solchen Angriffen ausgesetzt sind? Und plötzlich haben wir eine viel schlimmere Gasmangellage als das, was diese famose Gaspreiskommission zugrunde gelegt hat. Aber also das sind doch die eigentlichen Probleme, dass wir mit einer weiteren Verschärfung der Lage rechnen müssen. Und ich sehe nicht, dass die Regierung deshalb müssen wir umstellen. Bitte, Herr von Lucke. Oder Herr Lucke. Ohne Adel. Herr Lucke, das war letzte Woche. Wir müssen umstellen und nicht nur über Gas und Strom reden, sondern auch über erneuerbare Energien. Und wir können das nicht alles immer weiter aufschieben. Okay. Naja. Gerade in Krisen können wir eine Veränderung leichter durchsetzen. Lassen Sie uns bei dem Punkt, Herr Schäffler, von Herrn Lucke noch einmal bleiben. Der rechnet mit Ihnen ab und der sagt, das ist heute nur Verschleierung. Sie haben sich Zeit gekauft, es bringt überhaupt nichts. Die Wirtschaft rockt weiter runter und Sie stehen im Frühjahr vor derselben Entscheidung wieder. Das ist natürlich sehr verkürzt dargestellt, denn die Situation war ja im Frühjahr eine völlig andere oder im Sommer. Ja, da hat Herr Habeck noch gesagt, es gibt überhaupt keine Verlängerung. Dann hat er gesagt, es gibt nur eine Notfallverlängerung. Also, wenn gar nichts anderes geht, dass Jetzt feiern für den Beschluss. Ja, ich lasse mich überhaupt nicht feiern, sondern ich halte das für eine richtige und staatspolitische Entscheidung, die jetzt getroffen wurde, die man jetzt erstmal positiv zur Kenntnis nehmen kann. Und nicht weiter verlängert. Man muss natürlich auch darüber sprechen, wie es im nächsten Winter weitergeht. Also der jetzige Winter ist ja der eine, aber warum sollen die Strompreise eigentlich sinken? Die werden nicht sinken, sondern die werden auf dem Niveau bleiben. Und deshalb muss es darum gehen, alles Mögliche auch ins Netz zu nehmen. Da gehören die Atomkraftwerke dazu, da gehören die Kohlekraftwerke dazu, da gehören aber auch die Braunkohlekraftwerke dazu. Und auch die erneuerbaren Energien, Natürlich auch die erneuerbaren, aber wir brauchen grundlastfähigen Strom. Und das kriegen Sie natürlich nur mit Atomkraft, mit Kernkraft. Ich glaube, noch mal ein Satz, Herr Lucke, wir waren jetzt nicht im Klein-Klein, wir waren schon sehr, sehr grundsätzlich. Und jeder, vielleicht verbuchen wir das jetzt mal, ist für die Erneuerbaren. Ja. Egal in welcher Stärke, im Norden eher dem Wind, in meiner Heimat eher Wasserkraft und Sonnenkraft. Und verbuchen wir das einmal, dass das jeder will. Wir brauchen auch den Umstieg und diese Energiewende. Trotzdem brauchen wir für die Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft, für das Bestehen des deutschen Mittelstandes, und die Quittung war ja in Niedersachsen für die FDP mit diesem Wahlergebnis, auch Wirtschaften mit vielen Arbeitsplätzen, Frau Engelin-Käfer, zu guten Löhnen weiterhin möglich ist in Deutschland. Und ich kenne genug, die Arbeit einstellen, weil sie sagen, mit diesen Strompreisen können wir nicht mehr wirtschaften. Ja. Die gehen frei nach Habeck. Nicht in die Insolvenz, sondern die hören einfach zum Arbeiten auf. Ob das die Gärtnerei ist oder ein Siliziumwerk bei mir im Wahlkreis, der letzte deutsche Siliziumhersteller, der regional ausliefert ins Chemiedreieck, das tut mir im Herzen weh. Rechnen Sie mit Massenarbeitslosigkeit, Herr Lucke? Nein, mit der Massenarbeitslosigkeit rechne ich im Augenblick nicht. Ja. Ja. Wir haben Arbeitskräftemangel in der Bundesrepublik Deutschland. Also das ist ein ganz großes, fundamentales Problem, was wir haben. Aber ich muss noch mal was zu den Erneuerbaren sagen. Ja. Erstens hat Herr Schäffler schon völlig zu Recht gesagt, es geht ja auch um die Grundlastfähigkeit, und die Erneuerbaren sind nicht grundlastfähig. Aber wir dürfen auch das Quantitative da nicht aus den Augen verlieren. Die Erneuerbaren, die wir jetzt seit 15 Jahren, 20 Jahren oder irgend sowas Ähnliches ausgebaut haben, tragen zurzeit zum Energiebedarf der Bundesrepublik Deutschland 16%. Wir reden über die anderen 84 Prozent, die sich unglaublich stark verteuert haben. Und da kann man nicht immer die Öffentlichkeit nasführen, indem man sagt, ja, wir machen jetzt die Energiewende und dann brauchen wir diese 84% eigentlich nicht, sondern wir blasen unsere 16% irgendwie auf 100%. Herr Modamani, das kriegen wir in dieser Zeit überhaupt nicht hin. Wollen Sie in dieser Runde begrüßen, Sie sind von uns allen am kürzesten in Deutschland bisher. Sie sind vor 2015 zu uns gekommen, aus Syrien nach Deutschland. Wenn Sie all das mitbekommen, wenn Sie auch im Moment mitbekommen, wo Deutschland gerade steht, haben Sie das Gefühl, Sie sind da in ein Land gekommen, was sich am Abgrund befindet, was gerade abstürzt, abschmiert?
Also natürlich gibt es sehr viele Probleme, die schon häufig jetzt tauchen. Natürlich, wir kommen jetzt raus von der Corona-Pandemie und dann kommt jetzt nochmal der Krieg in der Ukraine. Das betrifft ja uns alle, nicht nur in der Ukraine. Und ich habe natürlich klare Meinung, dass die Menschen hier schon was tun können. Und wir stehen auf die Seite der Ukraine, wir sind dabei bei der Unterstützung. Aber wenn ich höre, wie viele Probleme gerade darüber diskutiert wird, ich mache mir einfach Hoffnung, dass wir das hinkriegen. Also vor dem Krieg in der Ukraine, wir haben natürlich erstes Mal davon gehört, dass in der Ukraine die Menschen, also erstmal, wenn wir über Flüchtlingspolitik natürlich also reden, die Menschen, also Deutschland sagt ja zwei Jahre vor, also ein paar Monate vor dem Krieg in der Ukraine, der beginnen, wir haben ja keine Kapazität erstes Mal. Sprechen wir gleich drüber. Ganz kurz noch einmal auch mit Ihnen über das Energiepreisthema. Wie hoch ist aktuell Ihre Stromrechnung, Ihre Gasrechnung? Macht Ihnen das zu schaffen? Zahlen Sie die selber? Wird die übernommen? Also ich bezahle die selber, kriege ich noch BAföG, aber das ist echt wenig. Ich mache mir natürlich auch Sorge, wie ich mal über den Winter mal drüber komme. Und ja, im Supermarkt, ich kann viele Produkte mir selber nicht mehr leisten. Was zum Beispiel? Ich kann mir nicht gesünder ernähren wie früher. Ich habe immer so, sag ich mal, Lachsfisch gegessen und ich habe versucht, mich gesünder zu ernähren. Heute ist es unbezahlbar. Also ich werde das nicht noch mal in meinem Kühlschrank vielleicht wieder haben. Ja, genau das ist es nämlich. Nicht, dass hier die Entlastungen nicht ausreichen für die Menschen, damit sie überhaupt über die Runden kommen. Und da ist für mich zum Beispiel ganz wichtig die Frage der Gas- und Strompreisbremsen und die Auseinandersetzungen, die wir uns hier leisten. Erst einmal mit dieser Gasumlage, die ja katastrophal war, was sich ja auch herausgestellt hat. Wie viel Zeit haben wir damit vertan und die Menschen im Grunde genommen in die Irre geschickt? So ist es. Und jetzt die Frage der Gaspreisbremse. Was haben wir denn? Im Dezember gibt es dann die Einmalzahlung und die Gasbremse soll es dann erst geben, wenn die Wintersaison vorbei ist. Das ist doch nicht mehr nachvollziehbar. Herr Schäffler, warum machen Sie denn dazu Mist? Gehört auch eine Strombremse. Nicht nur eine Gaspreisbremse, auch eine Strompreisbremse. Man hat das natürlich im Wesentlichen gemacht, um das jetzt schnell auf die Straße zu bringen. Ja, hätte man jetzt erstmal das gemacht, was jetzt im Frühjahr gilt, das wäre gar nicht möglich gewesen. Sie sind Marktwirtschaftler durch und durch. Ja. Ihm muss doch das durch die Decke gehen. Ja, deshalb ist das eigentlich die falsche Baustelle. Also ich glaube, man muss einfach das Energieangebot erhöhen. Und wir müssen auf der anderen Seite auch versuchen, eine Fiskalpolitik zu betreiben und eine Geldpolitik zu betreiben, die letztendlich die Inflation bekämpft. Was nützt Sie haben doch den Finanzminister. Ja, gut, aber die Politik der EZB, die ist seit 10, 15 Jahren nur in dieser Form. Sie stellen den Finanzminister und sagen jetzt bei der Kritik von Frau Engelin-Kiefer, das machen wir jetzt halt so, weil es muss schnell gehen. Deshalb drängen wir ja darauf, dass wir den Laden auch noch finanziell zusammenhalten. Denn, das gelingt Ihnen gerade nicht. Ja, aber wenn es die FDP nicht gäbe, dann gäbe es keine Schuldenbremse mehr. Genau, dann wäre es wesentlich schlimmer. Grüne und SPD hätten längst weitere Ausgaben. Herr Lucke, noch mal ganz kurz, wir reden hier über eine Politik, das macht einen fassungslos in den Minuten, weil der Regierungsvertreter, ich verstehe ja, dass Sie jetzt nicht jeden grünen Parteitagsbeschluss hier mit vertreten können, aber die Grundlinien Ihrer Politik verkaufen Sie nach dem Motto, musste halt schnell gehen und dafür hauen wir die Milliarden raus. Der einzige Euro-Rebell. Ich glaube, da waren Sie sich sehr nahe in der Zeit, der damals das Geld zusammenhalten wollte. Also Fakt ist schon, dass jetzt die Hilfe schnell ankommen muss. Wissen ja nicht einmal, was wir abstimmen am Freitag. Und die Frage ist, wem die Hilfe hilft. Blanko 200 Milliarden. Womit? Wofür? Frau Engelin-Kiefer, wie ist die Zeitdimension? Wie ist die Zeitdimension? Bitte halten Sie das fest. Geht uns alles aus der Hand. Die Leute werden rebellisch, zu Recht. Denn die müssen ja jede Woche oder alle paar Tage die hohen Rechnungen bezahlen. Die haben die Abschläge auf dem Tisch liegen. Genau. Die wollen doch in ihren Wohnungen bleiben. Und, warum löst Ihr Finanzminister nicht die Orientierung am hohen Erdgaspreis auf? Herr Lucke, genau das ist der Punkt. Ja? Ich wollte nur was sagen dazu, dass Herr Schäffler sagt, die Milliarden zusammenhalten. Also das müssen wir mal erklären, Herr Schäffler. Die gesamten Importe der Bundesrepublik Deutschland an Öl und Gas im Jahre 2021 beliefen sich auf 80 Milliarden Euro. 80 Milliarden. Davon kamen 40% aus Russland. Das macht 32 Milliarden. Sie geben jetzt 200 Milliarden aus, um diese 32 Milliarden, die wir letztes Jahr ausgegeben haben, zu verbilligen. Irgendwie. Das geht für mich. Wir geben das noch gar nicht aus. Ja, doch. Also 200 Milliarden ist ja der Doppelwumms. Ist der Doppelwumms. Also 200 Milliarden sollen dafür bewilligt werden, dass man diese Gaspreisbremse
bekommt, die ich im Übrigen im Grundsatz für richtig finde. Im Detail ist da manchmal falsch, aber im Grundsatz finde ich sie richtig. Ja. Ja. Aber es sind 200 Milliarden Euro für eine Menge an Importen, die uns im letzten Jahr 32 Milliarden Euro gekostet hat. Und wieder ein Sondervermögen. Was ist dann daran, die Milliarden zusammenhalten? Ich meine, das ist ein Vielfaches von dem, was wir letztes Jahr ausgegeben haben, was jetzt alles auf Kosten des Steuerzahlers oder des künftigen Steuerzahlers, weil es über Verschuldung finanziert werden wird, finanziert wird. Was wir jetzt machen, ist, dass wir dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds eine Kreditermächtigung über 200 Milliarden geben. Ob die dann am Ende genutzt werden, das wird man erst noch sehen müssen. Ach so. Ja, das ist wie bei den Rettungsschirmen. Das ist aber dann kein Doppelwumms. Nein, das haben wir nämlich bei Corona, haben wir den Wirtschaftsstabilisierungsfonds ja auch genutzt, um Industrien zu retten. Aber doch wegen der höheren Energiepreise. Also Stichwort Lufthansa. Lufthansa hat am Ende seine Hilfen wieder zurückgezahlt. Ja? Also das heißt noch nicht, dass wir das tatsächlich in dieser Form nutzen werden oder dass wir das dafür einsetzen werden, es zu 100% zur Erdgasabsenkung, zum Preisabsenkung nutzen werden, sondern es ist ein Instrument, das uns jetzt durch diese Krise führen soll. Das ist das Ziel. Ja, aber das ist doch also alles 200 Milliarden sind 200 Milliarden für die Menschen. Das wird man sehen. Das hängt ein bisschen vom Verlauf. Es heißt ja Doppelwumms. Also, dass Herr Scholz weiß, wie die Krise weiterläuft. Das müssen Sie Chefler sagen. Ja, aber wir sind doch jetzt in einer Situation, wo wir nur auf Sicht fahren können. Wir haben die Corona-Situation, wir haben Ukraine, wir wissen nicht, wie der Krieg weiter verläuft. Und es ist halt ein gigantisches Paket, das Sie da unter den Weihnachtsbaum legen und am Ende schiebt Herr Scholz es wieder zur Seite und sagt, wir nutzen es gar nicht. Zur Verantwortung gehört auch, dass man, sag ich mal, im Blick auf diese Krise ein bisschen auf Sicht fährt und jetzt nicht schon alle Antworten parat hat. Wie der Krieg in der Ukraine weitergeht, das wissen wir heute nicht. Welche Maßnahmen Herr Putin noch ergreift, um unsere Energiesituation weiter zu stören. Damit können Sie ja jede Regierungsentscheidung begründen, dass man da sich nicht einigen kann, weil keine Ahnung, was Putin macht. Deshalb nutzen wir ja diesen Wirtschaftsstabilisierungsfonds, um uns darauf vorzubereiten. Das ist das Ziel. Aber Herr Schäffler, fahren Sie nicht ein bisschen zu sehr auf sehr, sehr kurze Sicht? Also wenn ich das sehe, dass der Einmarsch in der Ukraine Ende Februar erfolgt ist. Das war 24. Februar schon. Und dann sind Monate vergangen, dann kam diese Missgeburt der Gasumlage. Und dann eine Woche, bevor die Heizperiode begann. Moment, eine Woche am 23. September, eine Woche, bevor die Heizperiode begann, da hat die Regierung plötzlich gesagt, und wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann gründe ich einen Arbeitskreis, dann kam diese Kommission und die musste dann in aller Geschwindigkeit diese Gas. Tut das, Frau Emling-Käfer, wie weh tut das, sich von dem ehemaligen AfD-Gründer das erklären zu müssen, von dem Ökonomieprofessor in dieser Phase? Und Sie werden an den meisten Punkten auch noch hier sitzen und sagen, ja Mist, jetzt hat er gerade recht. Ja, das hat ja nichts mit der AfD-Gründung zu tun. Darum gibt es überhaupt kein Problem. Ich meine, ich kenne ja nun auch ein bisschen die wirtschaftlichen Zusammenhänge. Und frage mich auch, warum nicht früher agiert worden ist, warum man nicht rechtzeitig, der Einmarsch war am 24. Februar und es war schon nach relativ kurzer Zeit klar, wie es weitergehen würde. Die Abhängigkeit vom russischen Gas ist schon lange bekannt. Das ist ja unser besonderes Dilemma in der EU, die es in die anderen Länder ja glücklicherweise so nicht haben. Das haben wir an der Backe kleben, weil wir so lange falsch entschieden haben. Und warum? Aber alle gemeinsam. Naja, das nicht alle hier, gemeinsam. So Jürgen Trittin hat den Marsch ins Gas begonnen. Ja. Das ist das Thema. Angela Merkel hat ihn fortgesetzt und Gerhard Schröder hat ihn vollendet. Ihr wart aber auch mal mit in der Koalition. Ja, aber ihr wart auch die Protagonisten waren also andere. Nun tut man mal nicht so, als ob einige das schon zurecht gesehen hätten und gewarnt hätten. Aber wir müssen jetzt wissen... Marsch ins Gas ist ein hartes Wort, ne? Ja. Marsch ins Gas verbindet man historisch mit anderen Dingen. Diesen Debattenbeitrag gab es schon Jahre zuvor, wo wir argumentiert haben, dieser Weg ins Gas, dieser Marsch ins Gas ist deswegen, um natürlich den Ausbau der Regenerativen anzusteuern, aber vor allem ideologisch, und da würde mich heute interessieren, wie Herr Trittin, der Chefideologe der Grünen, Marsch ins Gas, finden Sie eine gute Formulierung. Ja, dafür. Das war ein
ich habe schon nachgeschaut. Es war ein feststehender Begriff in einer Debatte, wo wir die Rot-Grün kritisiert haben an dieser Stelle, weil es der falsche Weg ist. Aber sei es drum, wir haben ja neue Zeiten mittlerweile. Ja. Herr Schäffler, der Kollege Schäffler tut mir fast ein bisschen leid, weil ich weiß, wie er denkt. Letztendlich war es die Naivität von Angela Merkel in dieser Politik. Ja, das aber, ist das Problem. Das Problem ist, dass das überhaupt nicht weiterführt. Also das bringt uns auch überhaupt nicht weiter. In der Retrospektive ist ja völlig egal. Darum, wie kommen wir aus dem Dilemma raus? Und da hat der Herr Schäffler schon das Richtige gesagt. Es ist nicht völlig Herr Schäffler, Sie haben doch da das Richtige gesagt. Wir müssen das Angebot an Energieträgern erhöhen. Ja. Das heißt, wir brauchen die neuen Brennstäbe bei den Atomkraftwerken, die Sie jetzt möglicherweise nicht kriegen werden. Wir brauchen mehr Braunkohlenutzung. Wir müssen wahrscheinlich eben nicht aussteigen aus der Kohle, sondern wir müssen das Kohlendioxid auffangen, abscheiden, einlagern, also Carbon Capture and Storage ist der Fachausdruck, nicht wahr? Genau. Das heißt, wir müssen Kohle gerade ausbauen, damit wir unabhängiger werden von Energieimporten. Und wir brauchen natürlich auch die Erneuerbaren. Sie stimmen jetzt bei allem zu, Herr Schäffler. Wenn all das aber nicht kommt, wenn bei all dem die Grünen immer der Klotz am Bein sind, werden Sie dann trotzdem, koste es, was es wolle, schlecht weiterregieren oder werden Sie die Koalition verlassen? Die Grünen werden sich den Realitäten auch stellen. Da bin ich ziemlich sicher. Haben Sie ja jetzt, wie Sie es gerade selber kritisiert haben, nicht gemacht, weil Sie erstmal nur bis Frühjahr gesagt haben. Immerhin haben Sie es erstmal gemacht. Das ist schon mal ein wichtiger Schritt. Aber es geht, Herr Schäffler, ganz kurz. Sie winden sich daraus. Aber im Frühjahr ist es zu spät, um Brennelemente zu bestellen. Das ist ja genau das, was Herr Lucke sagt. Das verzögert dann wieder alles. Also wir müssen mehrere Dinge tun. Wir müssen den Rückbau der abgeschalteten Atomkraftwerke stoppen. Danke. Hat nicht geklappt bisher. Ja, aber das müssen wir natürlich. Ja, Gott sei Dank. Der Druck auf die Grünen wird natürlich groß sein. Wer weiß, wenn wir einen harten Winter bekommen, dann wird sich diese Frage im Dezember ganz neu stellen. Da bin ich ziemlich sicher, dass Herr Habeck dann wieder sich bewegen wird. Haben Sie recht. Und dann, glaube ich, werden wir uns da in dieser Frage auch durchsetzen. Und wir brauchen natürlich auch Schiefergasförderung in Deutschland. Ist doch totaler Quatsch, dass wir Schiefergas aus den USA importieren, aber in Deutschland lassen wir das nicht zu. Aber wenn all das nicht kommt, das müssen wir noch einmal final klären, ist das dann, weil es geht ja hier um die Frage nicht von irgendwie Parteistrategie, sondern darum, was den Menschen hilft, was unseren Wohlstand sichert. Das haben alle Lager hier begriffen. Dass Herr Modamani mit seiner Partnerin weniger an Nebenkosten zahlt, geht es nur nicht um ein Paket erneut als Heftpflaster auf den Tisch zu stellen, sondern an der Quelle das Angebot zu erweitern. Wenn das nicht gelingt, verlassen Sie die Koalition oder regieren Sie weiter? Es wird kommen. So wie jetzt die Verlängerung der Atomkraftwerke auch stattgefunden hat, so wird auch die weitere Verlängerung kommen. Weil die Grünen werden sich diesen Realitäten nicht verschließen. Aber dann machen Sie doch Trippelschrittpolitik. Ja, wenn Sie jetzt sagen, Machtwort Scholz ist ein großer Erfolg, aber es reicht nicht. Wenn die FDP die absolute Mehrheit hätte, wäre die Verlängerung längst beschlossen. Aber wir haben das leider nicht und deshalb ist Politik auch eine Frage von Kompromissen. Und heute ist ein guter Kompromiss erstmal. Aber dann müssen Sie Brennstäbe bestellen. Also ich darf bitte nur noch anmahnen, bei den Kompromissen ist auch der Klima- und Umweltschutz und die Umstellung auf die erneuerbaren Energien ein wesentlicher Punkt. Ich bitte, dass das nicht einfach unter den Tisch fällt. Absolut. Hundertprozentig akzeptiert. Es geht nicht nur um Atomkraftwerke und um Kohle. Nee, aber dann dürfen wir auch nicht vergessen, Frau Ehlen-Schiefer, dass die EU-Kommission in ihrer Taxonomie ausdrückt. Die Nukleartechnologie eine grüne Energie. Ganz genau. Wir machen einen kleinen Cut. Ganz kurz wir machen, man muss dann auch die richtigen Weichen stellen. Ja, es geht ja nicht. Verstehen Sie, wir können ja nicht immer von heute auf morgen plötzlich, wenn eine Krise da ist, irgendwie etwas einfach. Absolut. Das Schiefergas, das sprudelt dann nicht einfach. Man muss dann schon das vorbereiten. Herr Schäffler ist jetzt da in der Kritik. Er hat damals weil er die Koalition versucht zu verteilen. Das ist ja völlig okay. Ich sag nur mal im internationalen Blick, vielleicht ist das noch ein Argument. Ich bin Präsident der Asienbrücke. Da ist auch Japan und Korea drinnen. Die haben jetzt zweites Quartal hintereinander, beide ein sattes Plus. Warum? Weil die Wirtschaft weiß, man setzt auf die Kernenergie, um, und das ist die Argumentation dort, die Klimaziele zu erreichen. Absolut. Ja, um wieder an dieser Stelle die Lage neu
zu justieren und zu sagen, wir haben da einen Krieg. Sagen es auch die schwedischen Grünen. Wir waren bei der Kernfrage hier, welche Politik eigentlich tatsächlich Politik für die Bürger im Moment macht. Was wirklich unser die Ampel macht Trippelschritt-Politik. Die AfD erleben wir wieder, ihre Ex-Partei erlebt im Moment massiven Zulauf, zumindest jetzt wieder bei den Landtagswahlen in Niedersachsen. Freuen Sie sich eigentlich über diese Stimmen noch? Nein, natürlich nicht. Also ich meine, ich bin ja vor 7 Jahren ausgetreten aus der AfD und das ist nicht mehr meine Partei. Das ist eine ganz andere Partei als die, die ich mal gegründet habe. Freuen Sie sich, ärgern sich drüber, über den Zulauf? Also ich finde es misslich, weil ich glaube, dass dieser Zulauf aus einem ganz anderen Grunde als aus dieser Energiepreiskrise herkommt. Denn wenn es nur um die Energiepreiskrise ginge, dann müsste ja eigentlich der Zulauf zur Union kommen, letzten Endes. Also ich meine, in den Energiefragen vertritt die Union ja praktisch dieselben Vorstellungen, wie die AfD das auch tut. Ja, Kernkraftwerke länger laufen lassen, alle Angebote nutzen und ähnliche Dinge. Sondern die AfD kriegt den Zulauf, glaube ich, deshalb, weil die Leute wissen, die AfD versucht einen Ausgleich mit Putin hinzukriegen. Ja, die ist Putin-freundlich. Nicht? Also die AfD bedroht die in der Tat bestehende Gefahr, dass dieser Ukraine Konflikt sich ausweitet. Ja? Ja. Und das macht den vielen Menschen Angst. Haben Sie leider aus der und Flasche deshalb, gelassen. Das ist so. Weiß ich nicht, wer den aus der Flasche gelassen hat. Ich glaube, eigentlich Putin hat den aus der Flasche gelassen. Aber AfD, meine ich. Die Sorge der Bevölkerung oder eines großen Teils der Bevölkerung ist der, dass dieser Konflikt nicht beherrschbar wird. Ja. Dass wir auf einer Eskalationsskala sind, dass wir auf einem sozusagen auf einer Rutschbahn sind, die uns immer stärker in diesen Ukraine-Krieg hineinzieht. Wie brisant, da glaube ich, ist es, dass die Leute dann irgendwie etwas ganz anderes machen. Wie brisant, dann wählen die selbst eine Partei, die vom Verfassungsschutz wegen Verdacht auf Rechtsextremismus beobachtet wird. Ja? Wenn das nicht wäre, dann würde sie wahrscheinlich eher zur Hauptoppositionspartei passiert laufen. Aber nur in Maßen. Wie brisant, wie hitzig würden Sie im Moment die Atmosphäre, die Stimmung im Land beschreiben, Herr Schreyer? Wie gespannt. Ich bin höchst besorgt. Vor allem in Ostdeutschland. Mhm. Das ist jetzt überhaupt kein Vorwurf an die Mitbürger in Ostdeutschland, sondern dort wird Protest aus einer politikwissenschaftlichen Erklärung, könnte ich jetzt das untermauern, stärker, emotionaler formuliert. Aber es hat erstens natürlich mit der wirtschaftlichen Lage, der Angst davor, der Inflation, Rezessionsangst, Energiekrise, Preise, Arbeitsplätze, auch das Thema Mittelstand und gepaart auch mit dem Thema Migration, ist ja auch Thema der heutigen Sendung, Migrationsbewegungen, Neues 2015. Ganz das genau. Alles zusammen produziert einen Protest für eine, ich sage, rechtsextreme Partei, die nicht einmal an dieser Stelle Personen hat, mit denen man sich irgendwo hoffentlich nicht identifiziert, sondern eigentlich nur eine Bewegung ist, ein Ventil ist. Und ja, da haben wir als CDU/CSU auch viel nachzuholen, weil wir werden an dieser Stelle nicht als die Opposition wahrgenommen, siehe Niedersachsen, sondern der Protest formuliert sich viel radikaler. Und das macht mich schon betroffen in Niedersachsen, durchweg, ob jetzt in Städten oder auch am flachen Land, zwischen 7 und 12, 13, 14%. Also wir haben da einen Prozentanteil, wo alle Parteien nicht nur Tränendrüsen drücken und Betroffenheitsminen, sondern wir müssen uns auch um die Bürgerinnen und Bürger an dieser Stelle kümmern und ihnen Antwort geben. Und ich glaube, dass wir da die besseren Antworten haben. Und wenn Herr Lucke die AfD gegründet hätte, wäre er sicherlich noch CDU-Mitglied. Aber das wäre nur ein frommer Wunsch. Sie haben das gerade schon gesagt, Herr Scheuer, inmitten dieser tiefen Energiekrise, gerade Corona-Krise, so ein ganz bisschen abgefrühstückt, scheint hinter uns zu liegen, ist aber noch nicht ganz tot. Mit Blick auf Herbst und Winter kommt eine neue Krise wieder hoch. Seit 2015, 2016 die höchsten Flüchtlingszahlen. Herr Modamani, Sie sind damals zu uns gekommen aus Syrien. 2015 sind durch ein Foto ganz berühmt geworden, Ihre persönliche Geschichte durch ein Selfie mit der Kanzlerin. Was machen Sie heute? Also mir geht es erstens mal schon viel besser als 2015. Heute studiere ich. Ich bin im 15. Semester, habe ich mein Studium schon fast hinter mir. Studiere Wirtschaftskommunikation an der Berliner HTW und mache gerade mein Praktikum bei der Deutsche Welle. Schon jetzt mein 3. Monat und macht mega Spaß. Und es geht mir schon viel besser. Und heute, da ich die Sprache erstens mal gelernt habe, kann ich in der Gesellschaft schon mich besser integrieren und verstehen. Es ist keine Durchschnittsbiografie von all denen, die 2015, 2016 zu Ihnen gekommen sind. Also zu uns gekommen sind. Also Durchschnitt, was war die Frage nochmal? Sie sind überdurchschnittlich gut integriert. Sie sprechen überdurchschnittlich gut Deutsch. Es ist eine außergewöhnliche Flüchtlingsbiografie. Den meisten ist das bis heute
nicht gelungen. Also es hängt von Menschen, ich denke, aber erstes Mal, ich spreche mich noch nicht so perfekt, aber ich gebe natürlich Mühe, weil ich das will. Und das betrifft Menschen, die auch so innere Motivation, sag ich mal, haben. Und wie wir sehen, viele Menschen haben auch die Sprache gelernt. Also ich bin keine Ausnahme, sondern es gibt viele, die das auch geschafft haben. Also ich habe vielleicht die Möglichkeit bekommen, nachdem ich das Selfie mit der Bundeskanzlerin gemacht habe, Menschen kennenzulernen. Und das hilft natürlich bei der Integration. Also man sollte schon beide Seiten schauen. Die Integration läuft ja von beide Seiten, von den Deutschen und von den Menschen, die aus dem Kriegsgebiet auch kommen, um hier Sicherheit zu haben. Jetzt haben Sie auch deswegen so eine ungewöhnliche Geschichte, weil Sie sich heute für ukrainische Flüchtlinge engagieren und weil Sie verlobt sind mit einer Frau, die ihre Wurzeln in der Ukraine hat. Genau, also ich habe das erste Mal selber erlebt, wie schwierig ist das, wenn man hier in dem neuen Land ist. Ich habe das alles so Schritte erlebt, Neues im Land, alles ist so komplett neu und die Menschen brauchen dringend Hilfe und das sind halt ja Frauen mit Kindern. Dann bin ich bei der Rotes Kreuz, ich habe die Situation näher geschaut und ich mit meiner Freundin, die aus Kiew kommt, auch sind wir unterwegs und helfen ganz viele ukrainische Familien, die in Berlin leben und die brauchen wirklich Hilfe. Die sind ohne ihre Partner dann hier gekommen und sind traurig, brauchen dringend Hilfe. Und am Anfang war die Bereitschaft da, aber ich sehe immer, dass es immer weniger wird, was das nicht passieren durfte. Also die Menschen sollen immer da sein, wirklich, und vielleicht in eine Unterkunft gehen, die Situation da schauen. Also die Menschen brauchen Freunde, sag ich mal, die mit denen unterhalten können. Weil wir das möglicherweise, Herr Scheuer, gar nicht schaffen können inmitten dieser Krise, tiefe Energiekrise. Wir haben gerade von allen Seiten hier, von Frau Engelin-Käfer, von Herrn Lucke, von Herrn Schäffler, von Ihnen selbst gehört, wie dramatisch die Lage ist. Und jetzt haut eine neue Flüchtlingskrise dran. Und immer mehr Menschen stellen die Frage, ja, Leute, wie soll das gehen? Verstehen Sie das? Also nur ein starkes Deutschland kann anderen helfen. Und das ist anders wie 2015. Da kommen jetzt zwei Entwicklungen zusammen, nämlich die, die wir im ersten Teil der Sendung diskutiert haben. Und natürlich auch die Angst und die Besorgnis in der Bevölkerung. Und zum anderen natürlich die Verantwortung für die vielen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Wir haben über 1 Million bei uns aufgenommen. Das ist 10-fach das, was Frankreich aufgenommen hat. Also wir stellen uns wieder der Verantwortung, leider nicht zu viele in Europa. Und jetzt kommt noch eine zweite, und das darf man nicht übereinanderlegen, über die Balkanroute eine neue Migrationswelle, die uns alles abverlangt. Alles abverlangt. Und ich habe Sorge, dass das zum gesellschaftlichen Sprengstoff wird, aber auch zur wirklichen, für unsere demokratischen Grundfeste, weil diese Überlagerung der wirtschaftlichen Entwicklung, der Sorgen der Menschen und einer zusätzlichen Migrationswelle, eben nicht die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, das ist eine Melange gepaart und ist der Gedanke dazu obendrauf, dass wir mit dem Koalitionsvertrag der Ampel und den Vorkehrungen, die vom Bürgergeld angefangen bis zum Spurwechsel, zu sozialen Vergünstigungen, zu Bezugsmöglichkeiten. Das sagen jetzt schon viele dass es an Bürgermeister dieser Stelle Pull-Faktoren gibt, sagen, dass da Deutschland kommen wir gleich zu. Den migrationspolitischen Alleingang in Europa macht. Und das wäre da kommen fatal. Wir gleich zu. Lassen Sie uns einen Moment über die Situation sprechen. Wie dramatisch ist die Lage schon im Moment? Im Moment, wenn wir keine Energiekrise hätten, vermutlich würden wir ausschließlich über Flüchtlingskrise gerade berichten. Über sehr viele Ukrainer, die zu uns kommen, aber auch sehr viele, die über die Balkanroute wieder zu uns kommen. Die Zahlen sind da dramatisch gestiegen. Es gibt Alarmsignale von den Landräten, vor allen Dingen aus den Gemeinden. Wir können einen Fall einmal aus Bayern zeigen, der uns aufgeschreckt hat in diesen Tagen. Der kommt aus der Nähe von München, ganz genau bei Fürstenfeldbruck. Und da entsteht ein ganz neuer Konflikt und das nur, weil die Landräte und die Bürgermeister verzweifelt nach Platz suchen für immer mehr ankommende Flüchtlinge. Ein Seniorenheim, das nun auch zum Flüchtlingsheim wird. Oberschweinbach, nordwestlich von München. Das Seniorenheim am Klostergarten, 2008 eingeweiht, inzwischen 137 Plätze. Bestens umsorgt, so ist das Motto der Einrichtung. Jetzt soll das Seniorenheim Flüchtlinge aufnehmen. 80. Das komplette Erdgeschoss wird zur Flüchtlingsunterkunft. Wer jahrelang unten sein Zuhause hatte, musste raus, ins Obergeschoss umziehen.
wie Hannelore Gärtner und Ursula Hellwig. Beide 83 Jahre alt, beide mussten für die ankommenden Flüchtlinge ihre Wohnungen räumen. Nun leben sie auf einem Flur mit schwer Dementen. Es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, weil da ist ein Theater manchmal da oben. Okay. Warum genau Theater? Was? Naja, die Demenzen, die schmeißen, ach, die schütten das dahin, alles Wasser. Der eine holt seinen Pipan raus und pullert dahin, oh, und alles so eine Sachen. Pflegebedürftige, die umziehen müssen, um Platz für Flüchtlinge zu machen. Zunächst ukrainische. Auch Bürgermeister Norbert Riepel rechnet mit Konflikten. Es werden Leute einziehen, Kinder bis zu erwachsenen Herren, mit unterschiedlichen oder ganz anderen Lebensgewohnheiten und Tagesabläufen, als es eben pflegebedürftige Personen in einem Heim haben. Und das wird insbesondere abends, aber auch tagsüber sehr viel Unruhe im Heim selber, im Gartenbereich oder auch in den Nachbargärten verursachen. Die Folge: ein Wachdienst. 4 Sicherheitsleute sollen das Heim nun rund um die Uhr bewachen. Doch wer hat all das entschieden? Der Bürgermeister glaubt, am Ende ging es ums Geld. Das Pflegeheim hat seit zwei Jahren, Riesenprobleme, Personal zu finden, Pflegepersonal zu finden. Insofern wurden Räume dann zwangsläufig, mussten leer gelassen werden. Und man hat jetzt entschieden, das Erdgeschoss zu räumen und das dann extern zu vermieten, um einfach Ersatzeinnahmen zu generieren. Ein Seniorenheim wird auch zum Flüchtlingsheim. Und selbst der zuständige Landrat weist jede Schuld von sich. Er müsse eben immer neue Unterkünfte bieten für immer neue Flüchtlinge. Ich bekomme jede Woche 50 Menschen vor die Tür gestellt und muss sie unterbringen und muss dafür sorgen, dass sie im Winter nicht erfrieren oder verhungern. Und das muss ich tun. Und deswegen muss ich notfalls auch zur Beschlagnahme greifen, natürlich nicht von Häusern oder Wohnungen, aber von Gewerbeimmobilien oder Ähnlichem, wenn sie leer stehen. Ein Landkreis am Limit, immer mehr Flüchtlinge. Und so müssen in Oberschweinbach nun sie Platz machen. Pflegebedürftige für Flüchtlinge. Herr Scheuer, das ist nah an Ihrer Heimat. Pflegeheimbewohner, die jetzt umziehen, teilweise auch umziehen wollen, aber umziehen müssen, um Platz zu machen für Flüchtlinge, weil der Landrat, der Bürgermeister einfach keinen Platz mehr haben. Ja, weil wir, und da spreche ich nicht von den ukrainischen Kriegsflüchtlingen, sondern weil wir jeden Tag, jeden Werktag eine vierstellige Zahl an Zugängen haben. Vor allem aber hier geht es um ukrainische Flüchtlinge, ja, in dem Fall. Nicht nur. Erstmal um Ukraine, ja, aber und später zum Beispiel ein Ankerzentrum in meiner Heimat sind 500 Plätze, aber 1500 Personen, die jetzt tagesaktuell dastehen. Ich habe nochmal nachgefragt. Ja. Das aber heißt, für die Pflegeheimbewohner macht es natürlich überhaupt keinen Unterschied, jetzt erstmal, wenn die die Wohnung verlassen müssen, wegen eines Syrers oder wegen eines Ukrainers. Das ist denen erstmal relativ egal. Gut, okay. Ich kann jetzt den einen Fall nicht beurteilen, nur eins ist klar. Dass wir dadurch zwei verschärfte Situationen bekommen. Und wenn zum Beispiel andere Nachbarstaaten in Europa jetzt das auch schon gelernt haben, wie man Flüchtlinge weiterschiebt nach Deutschland, die Österreicher verteilen Bahntickets, dass sie dann die Obergrenze durchgekämpft. Aber wir sind ja nicht mehr an der Regierung. Also das heißt, unser Grundprinzip war Steuern, ordnen und begrenzen. Und das ist auch heute noch. Wir haben letzte Woche im Deutschen Bundestag haben wir einen Antrag diskutiert. Hätten wir heute eine Obergrenze mit Ihnen? Eine Flüchtlingsobergrenze? Ja, wir müssen jetzt stoppen, natürlich. Wir brauchen jetzt Begrenzung, einen Aufnahmestopp. Ja, natürlich. Auch für ukrainische Flüchtlinge? Nein, deswegen habe ich es ja unterschieden. Was sind die Unterschiede? Also die Unterscheidung. Nein, Frau Engelin-Käfer, ja, wir waren uns einig. Stopp. Ja. Wir waren uns einig. Jetzt lassen wir mal Ukraine-Krieg weg. EU-Außengrenzen gilt für das Asylverfahren. Und das Asylverfahren ist über Jahre nicht europäisch geregelt worden. Die Außengrenze gilt, das Verfahren muss klar sein, aber diese Regierung macht genau den falschen Dreh, nämlich Pull-Effekte noch zusätzlich durch das Bürgerbereich zu machen. Was jetzt passiert, ist, dass eine Personengruppe gegen eine andere ausgespielt wird. Hier in diesem Fall sind es die Pflegeheimbewohner gegen die Flüchtlinge, die da reinkommen. Ich spreche von illegaler Migration. Nein, das ist irregulär.
es geht jetzt hier auch um reguläre Migration. Ja, genau. Also ich bin strikt dagegen, dass wir hier anfangen, Obergrenzen einzuführen. Die Diskussion, die EU-Außengrenze gilt doch. Auch wenn, Sie leben doch auch in Europa. Wir sprachen jetzt hier von Ukraine. Auch wenn die Landräte nicht mehr kommen. Wir sprachen jetzt hier von Ukraine-Flüchtlingen. Dafür gibt es keine Obergrenze. Das darf auch nicht sein. Und wo? Für Ukraine, sagt der Scheuer auch. Also, sind wir uns einig. Und das Zweite ist, wie begründen Sie denn eine Zwei-Klassen-Situation von Migration? Gute Flüchtlinge, schlechte Flüchtlinge. Ja, darüber streiten die wir gleich. Wir sind gleich zurück mitten im Streit in dieser Flüchtlingskrise, ja, zurück hier bei Bild. Bis gleich. Mittendrin und zurück bei Bild, die richtigen Fragen, und wir streiten in dieser so tiefen Krise über eine neue Krise, die immer mehr dazukommt, die Flüchtlingskrise. Und Andreas Scheuer ist bei uns zu Gast und hat eben einen Aufnahmestopp gefordert hier für alle außer ukrainischen Flüchtlinge. Frau Engelen-Käfer sagt völlig dagegen. Ich bin dagegen. Der Einzige am Tisch, der hier gerade mitregiert, aktiv ist, Frank Schäffler, FDP-Bundestagsabgeordneter. Aufnahmestopp. Jetzt, sagt Andreas Scheuer. Also wir brauchen vor allem eine europäische Regelung. Ja, das machen wir schon. Nein, das ist das Entscheidende. Also ich sage mal, man kann nicht innerhalb Europas die Grenzen abbauen. Mhm. Da haben Sie recht, das wird nur. Aber macht doch gerade einen Sonderweg, Herr. Und außerhalb an den EU-Außengrenzen hält man diese Grenzen nicht robust. Und dafür haben wir ja Frontex geschaffen, die letztendlich alle anderen verschärfen. Wir müssen uns ehrlich machen. Wir reden gerade über eine Flüchtlingskrise und wir verschieben das Problem. Herr Lucke, ihr weicht doch gerade auf mit eurem Paket. Wir sprechen über eine neue Flüchtlingskrise in dem Jahr 2022, in diesem Herbst und Winter. Wir haben die Zahlen vorliegen, weit über 1 Million Flüchtlinge, von denen die meisten Ukrainer sind. Und wir sagen, Ukrainer sind aber ausgenommen, die sind total willkommen. Können wir das? Die Frage stellen sich im Moment ganz viele Menschen. Können wir das mit Blick auf den Herbst und Winter, wo wir wissen, Franzosen haben zum Beispiel kaum Flüchtlinge bisher aufgenommen aus der Ukraine, können wir die alle in Deutschland aufnehmen, wenn es noch mal eine massive Fluchtwelle im Herbst und Winter gibt aus der Ukraine? Ja, das ist natürlich immer eine Frage, wie groß ist diese Fluchtwelle? Aber im Augenblick wirkt es nicht so, als sei das unbeherrschbar. Ja, aber können wir uns das leisten? Es ist ja so, wir müssen. Ich möchte Folgendes sagen, diese Fluchtbewegung aus der Ukraine, die wir im Februar, März und April gehabt haben, die ist ja auf eine unglaubliche Bereitschaft in der Bevölkerung gestoßen, diese Leute privat. Das hat Herr Modamani auch genauso beschrieben. Also ich kann das nur jetzt aus meiner eigenen Perspektive sagen, diese Bereitschaft ist nicht ausgeschöpft worden. Also meine Frau und ich, wir haben das angeboten, wir haben zweimal einen Anruf gekriegt, ist nie ein Ukrainer bei uns aufgekreuzt. Ja? Mhm. Ich glaube, es gibt nach wie vor diese Aufnahmebereitschaft in der Bevölkerung, ukrainische Flüchtlinge auch im Privathaushalt aufzunehmen. Noch mal ganz kurz, Sie wollten einen Flüchtling aufnehmen aus der Ukraine und es ist keiner gekommen. War zu weit weg von Hamburg. Ja, also oder Sie wollten nicht zu Herrn Lucke? Nein, bestimmt nicht. Auch das. Sondern es ist so, dass wir halt ein bisschen außerhalb von Hamburg leben, Winsen an der Luhr, 30 Kilometer weg oder sowas. Und dann hieß es, nein, wir sind schon in Hamburg und da sind die Kinder schon eingeschult und da haben wir medizinische Versorgung und solche Sachen. Also die Leute waren sehr, sehr schnell irgendwo untergebracht. Teilweise bei Freunden und Bekannten, die selbst aus der Ukraine stammen, teilweise bei Gastfamilien da. Meines Erachtens ist es so, dass die Aufnahmebereitschaft der Bevölkerung nach wie vor enorm hoch ist und dass da auch durchaus noch Kapazitäten sind. Deshalb sehe ich bei den ukrainischen Flüchtlingen im Augenblick jedenfalls kein Problem. Das heißt, es müsste für vorbildlich und wirklich für etwas, dem man nacheifern soll, dass man hier auf privates Engagement setzt. Ja. Nein. Dass nicht immer der Staat aber sagt, das scheint ja nicht mehr so zu funktionieren, zumindest bei Ihnen dort in Oberschweinbach. Herr Scheuer, sondern wir erwarten, dass der Bürger sich engagiert und Flüchtlinge aufnimmt. Aber das ist auch bei mir so. Wir müssen sagen, ja, ukrainische Flüchtlinge. Ich sage auch dazu, jeder muss wissen, bei vollem Leistungsbezug und auch die Möglichkeit, beispielsweise in den Arbeitsmarkt zu gehen, wenigstens für die Zeit des Daseins. Ja, voller Leistung. Wir haben doch die Möglichkeit. Wir haben die Möglichkeit. Das haben wir ja gemacht. Der migrationspolitische Sonderweg für die andere Gruppe, die ich meine, also Balkanroute, heißt für die Ampel, Bleiberecht reduzieren, Fachkräfteeinwanderung aufweichen, Familiennachzug erleichtern, Chancenaufenthaltsrecht weichgestalten, Asyl
System unterlaufen, das heißt, mit diesen Regeln. Sie sagen, Herr Schäffler, das ist Fakt. Sie sagen, Herr Schäffler, er sorgt dafür, dass die Zahlen weiter steigen. Ja, natürlich. Ja, nein, nein, nein. Entscheidend ist, dass die europäische Ebene da eine stärkere Rolle übernehmen muss. Das ist aus meiner Sicht, das ist doch eine Binnensicht. Entscheidend ist, dass die Europäische Union an der Pullfaktor den Außengrenzen entsprechend. Ich dachte, Sie sagen, das ist eine Binse. Eine Binse ist es nämlich auch. Und das sind dieselben Binsen, die wir seit 6 oder 7 Jahren hören. Und ich sage mal, Bürgergeld verschärft. Genau darüber. Kann denn die Regierung genau darüber. Haben Sie völlig recht. Und genau deswegen habe ich andere Zuschauer genau darüber, weil dieser Streit schon so lange geht. Genau deswegen habe ich mit dem österreichischen Ex-Kanzler, mit Sebastian Kurz, über genau dieses Problem gesprochen. Und Sebastian Kurz erhebt im Grunde dieselben Forderungen wie 2015, 2016. Ich habe mit ihm über diese neue Flüchtlingskrise hier bei Bild gesprochen. Wenn man hier nicht gegensteuert, wenn es nicht schnell Druck von Seiten der Europäischen Union gibt, diese illegalen Migrationsströme wieder zu stoppen, dann werden die Zahlen weiter massiv ansteigen und wir werden in manchen Ländern nahe an das kommen, was wir im Jahr 2015 oder 2016 erlebt haben. Naja, ich glaube, es zeigt einfach, dass es eine Überforderung des Systems gibt. Es zeigt, dass zu Recht unsere Systeme nicht darauf ausgelegt sind, unbegrenzt Menschen aufzunehmen. Ich habe nicht den Eindruck, dass Europa im Moment sehr gut gerüstet ist. Ich glaube aber, dass es relativ einfach wäre, da wieder einen richtigen Weg einzuschlagen. Es ist aus 2015 und den Folgejahren eigentlich bekannt, was gemacht werden muss, nämlich nicht wegzusehen, nicht das Problem kleinzureden, nicht die Politik der offenen Grenzen zu verfolgen, sondern an den Außengrenzen Menschen zu stoppen, Schlepper konsequent zu verfolgen und auch zu bestrafen. Es ist eine Abrechnung, mal eben kurz dort, von Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz, der im Grunde dieselben Worte wählt wie 2015, 2016. Und das ist das Bittere für alle hier in der Runde, dass diese Probleme bisher immer noch nicht gelöst sind. Viel Stoff für eine nächste Sendung zu genau diesem Thema. Ich danke Ihnen allen, Frau Engelin-Käfer, Herr Schäffler, Herr Modamani, Herr Scheuer und Herr Lucke. Danke Ihnen herzlich. Ihnen einen schönen guten Abend.